Liebe Kolleginnen, liebe Grazerinnen, gerade rund um den Internationalen Frauentag ist es mir ein Anliegen, auf die Arbeitswelt von Frauen aufmerksam zu machen. Viele meinen, dass die Gleichberechtigung oder Gleichstellung von Frauen schon gegeben ist. Das ist aber noch nicht der Fall und das sieht man vor allem auch bei den Lehrberufen. Dass das auch anders gehen kann, zeigt die Stadt Graz. Bei uns ergreifen auch junge Frauen den Lehrberuf der Karosseriebauerin oder auch der Elektrotechnikerin. Und darauf sind wir sehr stolz. Ich bin Nina Becker, ich bin Karosseriebautechnikerin im ersten Lehrjahr und ich bin jetzt seit 1. September 2022 bei der Holding Graz. Was ich besonders mag, ist die Abwechslung. Ich sehe jeden Tag was Neues. Ich arbeite immer wieder an verschiedenen Straßenbahnen. Mal gehe ich lackieren, mal gebe ich Scheiben einkleben, mal gehe ich Blech bearbeiten. Also ich war immer schon technikbegeistert und damals hat mich mein Papa darauf aufmerksam gemacht und dann bin ich einfach mal schnuppern hergekommen. Schnuppern, ausprobieren, mal schauen, wie es einem gefällt und dann, wenn es einem sehr gefällt, dann herkommen und bewerben. Und wir möchten vor allem Sie einladen, wenn Sie junge Frauen kennen oder selbst noch am Überlegen sind, reinzuschnuppern am 27. April, wo wir gemeinsam mit dem Frauenreferat der Stadt Graz den Girls Day veranstalten und damit junge Frauen zu ermutigen, einen handwerklichen Beruf zu ergreifen. Ich bin die Emily Wallner, bin seit 1. September 2021 dabei als Elektrikerin. Das Coole daran ist, du kommst jedes Monat in einen anderen Bereich und siehst da somit sehr, sehr viel. Zum Beispiel Reparatur, Motorenwerkstatt, Klammotorenwerkstatt, Revision, Hauptrevision. Auf den Lehrberuf bin ich gekommen, indem ich schnuppern gegangen bin. Da haben wir in der Woche verschiedene Bereiche gehabt, die wir schnuppern haben können. Und dann bin ich auf Elektrik gekommen, weil es mir am meisten Spaß gemacht hat und am besten gefallen hat. Und zur Firma kommst du meistens, indem du schnuppern herkommst, eine Bewerbung herschreibst. Und dann gibt es zwei Teile vom Aufnahmetest, einmal die Theorie und einmal die Praxis. Also auf jeden Fall einfach trauen. Und am besten einfach einschnuppern und schauen, ob es wirklich was für jemanden ist. Ich wünsche Ihnen heute auf jeden Fall einen schönen Internationalen Frauentag und schauen wir gemeinsam, dass die Chancengleichheit und die Gleichberechtigung von Frauen eine Zukunft hat.